Wir haben nicht nur den Begriff dann aufgegriffen, Treuhand, sondern das Anliegen von Ullmann, das Vermögen gehört den Ostdeutschen, war im Treuhandgesetz, das war kein Gesetz der Motorregierung, muss man auch mal sagen. Ein Gesetz zu machen fordert Monate, wenn man es ordentlich macht, parlamentarisch. Wir hatten nicht diese Zeit. Es war ein Beschluss der Motorregierung. Und da stand eben drin, die Treuhand hat die Aufgabe, das Volkseigentum im Interesse der Allgemeinheit zu bewahren. Uns war wichtiger, Menschen behalten ihre Arbeit, als sie haben einen Anteilsschein. Hätten wir einen Anteilsschein ausgegeben, sagen wir mal, wie die SPD wollte, 40.000 Mark, stehen dort drauf. Frau Breul hätte am Ende sagen können, das ist euer Schuldschein. Und für die Westdeutschen stand immer fest, die Privatisierung des Volkseigentums und die Währungsunion sind ein Junktim. Also wenn die Währungsunion kommt, brauchen wir sozusagen ein Pfand, weil es ja Aufwendungen macht für uns und das ist die Privatisierung des Volkseigentums. Dann brachte de Maizière an die Volkskammer sein Gesetz, das wie gesagt nicht auf seinem Mist gewachsen war, sondern ein Diktat war, hat er auch offen zugegeben. Und was das bedeutet, wenn man unter Zeitdruck gewissermaßen eine Zwangsversteigerung macht, dann kommen eben Ergebnisse heraus, die dann herausgekommen sind. Wettbewerbsfähigkeit war das Wort, ihr seid nicht wettbewerbsfähig. Wir waren in der Tat auf vielen Gebieten nicht wettbewerbsfähig gemessen an der alten Bundesrepublik, die in Europa und auch in der Welt sozusagen an der Spitze stand. Gegenüber vielen anderen kapitalistischen Ländern waren wir schon wettbewerbsfähig. Mit zunehmendem Agieren der Treuhand gingen ja Leute auch auf die Straße, weil sie merkten, wir werden hier rausgeschmissen und keiner kümmert sich um uns, was aus uns wird. Die dollsten Gaunereien waren passiert. Bischofferode ist ein Beispiel, aber auch Wärmekraftanlagenbau hier in Berlin, wo ein Schweizer, der zu Hause eine 8-Beschäftigten-Firma hatte, kauft hier einen Betrieb, der hatte eine vierstellige Zahl von Mitarbeitern. Also man fragt sich, wie ist das möglich? Also die Gaunereien nahmen zu, wurden auch mehr und mehr publik. Und die Treuhand wollte auch im Auftrage der Bundesrepublik, der Bundesregierung, möglichst schnell fertig werden, weil sie wollte aus der Schusslinie. Manager bekamen Boni für beschleunigte Privatisierung. Sie wurden haftungsfrei gestellt, selbst für grobe Fehler. Also ich will damit sagen, ich habe auch immer die Treuhand kritisiert, aber immer mit dem Zusatz, das geschah unter den Augen und mit Duldung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat sozusagen Flankenschutz gegeben, indem sie auch dieses Rückgabe vor Entschädigung verordnet hat. Das hat doch so viel Verzögerung beim Suchen von neuen Investoren hervorgebracht, dass mitunter sind Jahre verloren gegangen. Das bedarf heute noch einer Untersuchung, denn das sind kriminelle Sachen sozusagen gewesen.